kommt der her? Ja, komm her. Guck sie an, du siehst sie halt fast nicht. Tarnen und täuschen. Mist, der hat mich entdeckt. Schöner Schuss, aber. Kannst du dich heilen? Ja, gell? Ja. Spielst du mit Controller? Ja. Ja, okay, deswegen das Bad Aim, okay. Nö, generell. Ich hab, mein Problem ist halt, ich der Tormechanismus könnte kann nur mit Controller Mauer richtig sein. Spielen, weil ich, okay. Ich hab's mir auf der einen Seite, hab ich's mir, angewohnt, die Maus mit der rechten Hand zu bedienen, ich bin aber Linkshänder. Ah. Und meine Reaktionen sind halt mit der linken Hand besser, aber mit der linken Hand kann ich die Maus nicht steuern und deswegen versuche ich halt immer so einen Kompromiss einzugehen und deswegen versuche ich alles, was ich halt kann, mit Controller zu spielen. Das ist auch der Grund, warum ich kein Shooter-Fan bin. Mir hätten die natürlich alle so ein bisschen besser sneaky machen können, hätte aber extrem viel Zeit gefressen. Ja, so der gepasst, mein, solange du nicht stirbst, ist ja alles okay. Ja. So, ansonsten gibt es hier eigentlich auch nichts, ne? Ich habe ja schon 100%. Sprich, ich muss nur noch hier hoch und den das Tor aufmachen. Dann kommt die Troller mit ihren Leuten. Was ich extrem interessant finde, sind diese Wassergräben, die sie da gebaut haben, weil es gab es ja damals wirklich schon. Die haben einfach damals die Menschen schon gewusst, wie sie Wasser einfach effektiv irgendwo hinleiten können, wo sie es brauchen. Das ist einfach. Das ist halt so dieser erfinderische Dingsbums, den du eigentlich auch hast, den hat der Mensch von Anfang an drin, weil der Mensch ja selbst lernt, auch ein bisschen selbstlernend ist. Aber die Menschen haben es einfach in der Zivilisation vergessen, weil wir einfach mit Reizen übersät werden. Ist einfach so. Ich hatte mal mit einem Kumpel so ein Survival-Wochenende, wo wir einfach nur campen waren und gesagt haben, okay, wir nehmen uns beide eine Woche frei und hauen dann Donnerstagabend irgendwo in die Pampa ab, nehmen ein paar Sachen mit, keine Technik, nichts, und dann merkst du einfach nach einem Tag, wie entspannt du dann am zweiten Tag bist und am dritten Tag auch. Und dann, wenn du halt dann wieder in die Zivilisation zurückkehrst, merkst du allein schon nach ein paar Tagen, weißt du nicht, wo du anfangen sollst, weil du so viel machen kannst. Das ist einfach so. Und du wirst einfach mit Reizen überreizt, so dass du das Wesentliche nicht mehr erkennst. Das merken auch viele, die zum Beispiel wirklich mal so ein Survival-Jahr oder so ein Survival-Monat machen. Habe ich mal so ein Abenteuer-Tagebuch gesehen von so einem Studenten, der das halt gemacht hat. Und gesagt hat, okay, ich nehme jetzt nur einen Medizinpack mit und setze mich wirklich mal ein Jahr auf eine Insel aus. Der hat gemeint, am Anfang machst du das halt, das ist wirklich wie so ein Survival, ja. Am Anfang hast du viel zu tun und überlegst so ein bisschen hin und her und das ist alles soweit super. Haha! Sister Backup. Aber wenn das halt alles einmal läuft, dann weiß der echt nicht, wohin mit der Zeit. Und das ist halt, ich sag's mal so, das bist in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr gewohnt, diese Zeit zu besitzen. Und da kann ich mir halt schon vorstellen, wenn du die Zeit halt hast, dass du dann gut, einfach auch besser, sie haben ihn befreit, aber in Klammern, ja, sie haben Onuratu, mehr Zeit in sowas investieren kannst. Ja, ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Jo. Der Schlange. Was ist das? Geil. Ich fühle mich hier richtig. Oh. Schau mal den Sprung. Oh, ja. So. Justin, du bist so still. Genießt du Dingsbums.
Wow. Ich sollte nicht immer gleich X drücken. Und das kann auch mal nach hinten losgehen. Ja, die Rolle war knapp. Ich kann nicht mehr tragen. Gut, Lara kann nicht mehr tragen. Sie ist voll. So, in das Plumpsklo der Welt. So. Seile ich mich mal ab. Ja, super. Unter Wasser. Ich glaube, ich weiß, was jetzt so abgeht. Bis hierhin habe ich, glaube ich, schon irgendwann mal gespielt. Ist die Frage, ob ich das will. Ah, ich zock vielleicht später noch ein bisschen Dungeon of the Endless. Okay. Sagt mir nix. Ja, ist so ein, Roguelike-Game. Das heißt ähnlich so, ja, wie Darkest Dungeon. Halbwegs vergleichbar. Okay. Das habe ich beim Sluxy mal gesehen. Ich bin aber generell, was das angeht, ein Typ, der sehr gerne auf Fallen reingeht, in Klammern. Ich lasse mich da ganz gerne verleiten zu irgendwelchen Spielen. Ich habe mir zum Beispiel... Saugut, also Darkest Dungeon fand ich eins der besten Let's Plays beim Sluxy, die er gemacht hat, war richtig gut. Ich glaube, das war nicht so mein Game. Wie gesagt, Bloons habe ich mal geguckt, Bloons TD5. Das ist ja unser Suchtding, ja. Das hat er mit jemandem zusammen Let's Played. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast. Das war ich, ja. Und ja, keine zwei Wochen später hab ich's dann auch gehabt. Ja, das ist so meinem Jan sein Steckenpferd, Bloons. Immer, wir zocken ja das Sechser gerade auch voll am Absuchten, Alter. Habe ich mir auch geholt mittlerweile. Das Sechser. Am Absuchten, das Game. Aber im Sale war das halt... Hoffentlich lässt er sie. Im Sale gab es das für Dingsbums. Auge des Adlers. Ja, ich habe es auch im Sale abgegriffen für 90 Cent. Ja, da habe ich ordentlich lange nachgefragt. Also ich glaube, für 90 Cent habe ich noch nie so viel Spielspaß gehabt. Ja, ist ganz lustig. Genauso wie diese ganzen Survival-Dinger. Stranded Deep, The Forest, 29. November, Plucktail, Inos, hier, Lopez fragte mich beim Abendessen, ob diese Heiden meiner Meinung nach Green Hell, Macht des Artefakts ja, das ist leider erst bei Kronk angeguckt und dann geholt. Ja, das ist leider gar nicht mehr meine Welt, weil es halt immer das gleiche ist. Jedes Survival-Spiel ist im Endeffekt immer gleich. Aber doch eher und das nervt mich einfach. Obwohl ich sagen muss, und was ist mit den Oberhäuptern unserer Gesellschaft, fragte er weiter. Green Hell geht da ein bisschen, geht da eine Stufe weiter. Ja, das ist ja schon sehr realistisch. Dass wir ja. Dass wir zurückkehren und dann ist The Forest, setzen, das kannst du vergessen. Also ich sag's mal so, wie hat Grom das gesagt, das muss gewesen, da Tiere. Muss ich... Da hatte ich keine Antwort. Was er gesagt hat, war Ketzerei und Verrat. Schwätzen lassen. Doch fragte ich mich, ob es nicht in gewisser Weise die Wahrheit war. Na, ihr könnt ja auf Pause drücken und es lesen. Da muss ich halt sagen, das hat Grom super gesagt, wie es ist. Green Hell ist das, was The Forest eigentlich sein sollte. Aber... The Forest hat halt auf die jüngeren, hat halt viele, durch Gronkh auch viele jüngere Spieler angezogen und die wollten natürlich Action haben. Wenn ich mir auch mal so Stranded Deep Reviews angucke, ist Stranded Deep so ähnlich wie The Forest? Weder Maya noch Inka. Weder Maya noch Inka, okay. Wo der gesagt hat, ja, die haben halt keine Gegner, gut, dann bleibe ich bei The Forest, denkt man so, ernsthaft. Und es hat man auch gemerkt, was für ein Wandel The Forest halt ging. Die Gegner wurden immer stärker, immer härter und so weiter und so fort. Und da denke ich mir so, ja. Aber es geht. Achso, ja, hier würde ich auch keinen Kopfsprung. Boah. Hier würde ich aber auch keinen Kopfsprung machen. Hier muss man aufpassen. Hier kann man auch viel, viel, viel entdecken. Aber hier gibt es, glaube ich, auch Piranha-Schwärme. Und dann ist vorbei. Aber erst in den niederen Gefilden. Versunkener Schatz. 5, 1 von 5, oh, 1 von 5, scheiße, Bonus-Herausforderung. Ja, das was rot ist, da fernbleiben von. Ich brauche aber die Schatztruhe. Du kannst dich auch unter Wasser gegen die Piranhas nicht wehren, wenn sie dich einmal gefocust haben, dann ist vorbei, dann fressen sie dich. Deswegen musst du da auch unter Wasser ein bisschen sneaky sein, das finde ich aber bei Unterwasser ein bisschen eklig.
Ja, nee, Bloons auf jeden Fall. Tower Defense ist sowieso mein Steckenpferd. Jo. Zocker extrem gern Tower Defense. Ist ja auch wieder ein Strategieaspekt. Eins von fünf Seilerbildern, super. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kingdom Rush kann ich dir auch empfehlen. Ist auch ein Tower Defense. Kenn ich, habe ich gespielt, ja. Ich glaube, ich spiele das auch immer ganz gerne. Ja, ist ganz cool. Wird aber irgendwann arg schwer. Geheimnisse entdeckt, Karte aktualisiert, super. Gut. Ich will mich hier gerne noch mal ein bisschen umsehen. Jetzt mache ich erstmal meine Pfeile fertig. Ich finde, was auch bei den Rollenspielen so gut und schlecht ist. Wie gesagt, Witcher, muss ich ganz ehrlich sagen, das erste Rollenspiel, was perfekt ist. Ist halt so. Muss sagen, dass Witcher 3 gar nicht mehr so der Rollenspiel-Typ bin. Wobei es bei den Rollenspielen nicht eher das Spiel an sich. Ich glaube, Rollenspiele an sich finde ich extrem geil. Jetzt, wenn ich da meine Zeiten von Fable denke und Knights of the Old Republic. Aber halt das. Die AA, die Spielzeit, ich meine, wenn so ein Rollenspiel 100 Stunden geht, das muss ich halt runterbrechen auf die Zeit, was ich spielen kann am Tag. Und dann hocke ich halt wirklich ein Jahr in so einem Spiel. Da habe ich halt dann auch keinen Bock drauf und B ist halt... Ja, das ist klar. Aber das ist halt... Ja, mir geht es halt eher so ein bisschen auch um Gameplay und so ein Kram. Muss ich sagen, was ich bei Skyrim als Rollenspiel so ein bisschen schade fand, ist die Story. Die ist sehr schwach. Also gerade die Hauptstory. Muss man... leider so sehen und so sagen, wie es ist. Was aber dafür auf der anderen Seite Skyrim sehr, sehr gut gemacht hat, war dieses Crafting-System. Mit den verschiedenen Giften und das Level-System. Das haben sie einfach revolutionär gemacht. Das kann man echt nicht anders da sagen. Dass du zum Beispiel deine Fertigkeiten einfach steigerst, indem du es einfach benutzt. Das war wirklich revolutionär. Ich glaube, das war bei Oblivion schon so, aber bei Skyrim haben sie nochmal besser gemacht. Und dass du dann Stück für Stück einfach den ganzen Kram leveln kannst. Revolutionär war es aber nicht. Das erste Mal aufgetaucht ist das System bei Dings Dungeon Siege. Sagt dir das noch was? Müsstest du eigentlich kennen, wenn du Hack and Slays magst? Dungeon Siege ist ja so wie Diablo, ein recht altes Spiel und die haben das bei der damals. Aber ich bin recht spät in meinem Alter auf PC hochgekommen. Von daher schwierig. Bei Dungeon Siege war das so das erste Mal, da hast du auch nur das gelevelt, was du auch benutzt hast. War ziemlich cool damals, ja. Jo. Nee, noch nicht 100%. Aber ich habe ein paar Sachen gefunden. Nein! Oh, Mist! Mist, ich muss jetzt aus dem... Scheiße, warum haben die mich gefunden, die Piranhas? Ey, fick doch die Henne ins Knie, ey. Also die Piranhas, die haben sie hier nicht gut gemacht. Die gefallen mir überhaupt nicht. Ist vielleicht ein bisschen realistisch, aber... Vor allem, wenn du dich halt nicht gegen wehren kannst, ist halt irgendwie übel. Ja, ich meine, klar, es ist realistisch, aber das macht ein bisschen den Unterwasserspielspaß kaputt. Ist so. Bei Rise of the Tomb Raider ist Unterwassergedöns... war nicht ganz so geil, weil es einfach unrealistisch ist. Wenn die Lara vor Kälte schon draußen fast stirbt, dann springt sie nicht noch ins Wasser. Ja, macht natürlich wenig Sinn, ja. Warte mal, ich kann auch nichts nehmen. Ich kann mich jetzt nicht heilen oder so. Das geht alles nur, wenn du draußen bist. So, drücke ich mal Y und nicht mal so eine... Aber es scheint nur ein Schwarm zu sein, also... Es ist nur ein Schwarm, ja, aber dafür, wenn der dich halt hat, hat er dich. So, da unten ist der. Ich habe jetzt diese Pflanze genommen. Weißt du, wenn es wenigstens so wäre, dass es... So, jetzt sehe ich den zumindest eine gewisse Zeit. So, die Konzentrationspflanze macht an, dass alles, was ich mit meinem Überlebensinstinkt sehe, weiß angezeigt wird. Dafür muss ich nicht permanent
mit den Überlebensinstinkten umherwandern. Das ist hier mit dem Piranha-Schwarm ganz gut. Da ändert sich auch die Farbe, wenn du die benutzt. Jetzt hat nur die Frage, muss ich da nochmal runter? Hat es das gespeichert? Ja, hat es wahrscheinlich. Eins von drei Lagerfeuern. 0 von 1 Grab. Nein! So, hier rein. Eins von 5 Abbildern zerstört. 4 von 5 Schatztruhen gefunden. Super. Dann läuft das doch ganz gut. Okay, hier ist nichts mehr. Gut, muss nur gucken, wo ich denn noch eine Schatztruhe finde. Bin mir nämlich nicht ganz sicher. Wegen den Piranhas kann ich... Es ist auch ganz schnell, dass du den Überblick verlierst. Schatztruhen hast du denn jetzt? Ich habe 4 von 5 Schatztruhen, das ist schon mal ganz gut. Die Frage ist nur, muss ich jetzt weiter links rein, um die nächste Schatztruhe zu finden, oder ist die hier irgendwo auch noch versteckt? Kann natürlich alles sein. Und wo finde ich noch Abbilder? So, hier ist eine Schatztruhe. Die werden halt auch gar nicht angezeigt. Da hinten ist noch eine. Okay, ich hab sie. Die Piranhas können wir jetzt mal die Eier lutschen. So, Herausforderung abgeschlossen. Schatztruhe gefunden, wunderbar. So, jetzt gucke ich noch die Abbilder. Die Abbilder sind ja alle draußen. Das ist soweit dann ganz gut. Ist nur die Frage, wo hängen die denn überall herum? Ich habe nämlich jetzt von den Abbildern nur eins gefunden. Es können hier mehrere hängen. Es kann aber auch sein, dass es hier nur eins ist und ich... Also ich muss hier durch, um mit der Hauptquest weiterzugehen. Es kann auch sein, dass da überall noch ein paar... Hier hing ein Abbild. Kann ich da eine Gleichmäßigkeit erkennen? Ja, ich kann ja nur hier stehen. Ja, komm. Dann ist das halt so. Unter Wasser können die diese Piranhas auch begegnen. Das ist das, was ich ein bisschen scheiße finde. Kann sich vor denen so ein bisschen schützen. Also nicht schützen, aber verstecken. Deswegen ist das alles immer so ein bisschen schwierig für mich. Weil du ja mit mehreren... Die detaillierten Gravuren auf diesem Helm und sein ungewöhnlich guter Zustand könnten bedeuten, dass er eher zur Zierde als zum Schutz im Kampf getragen wurde. Okay. Vielleicht wollte Lopez damit seine eigene Wichtigkeit... Gut, Wichtigkeit symbolisieren. Ja, super, ganz toll. So, hier haben wir auch noch was gefunden. Money und ein Wandgemälde, super. Sie brachten ein heiliges Objekt zu dem Tempel. Die Schatulle von X-Chel. Was war das? So, jetzt haben wir hier auch ein paar Gegner, die uns später dann Probleme machen werden.
Wie gesagt, am Anfang war es halt, nö, die Lara hat noch ein bisschen. Ich habe ja irgendwie den Atem leveln können. Aber am Anfang habe ich es halt so gemacht, dass ich versucht habe, mit der Lara die Luft anzuhalten. Das hat auch soweit ganz geklappt. Aber nachdem ich dann angefangen habe, den Sauerstoffvorrat ein bisschen aufzuleveln, ist es einfach nicht mehr möglich. Eine Warnung, eine Wand. Ein Steinabrieb von den Wänden des Cenote. Es ist einfach nur ein großes X verbunden mit dem Wort Lauft. Tja, mit dem Wort Lauft. Ja. Das hat schon seine Gründe. Wir werden auch später sehen, warum. Ja, hier lang geht's. Weiter. Jetzt mal ganz kurz in der Küche. Ich krieg langsam Hunger. Schnell. Ja, ich hau mal aus dem Mikro. Ich hab's ja vor Dingsbums vorgeplant. Bis gleich. Bis gleich. Noch ein paar Minuten, aber ich kann hier trotzdem schon mal weitermachen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was hast du hier reingeballert in den Mikro? Doch, so Tortellini-Schinken-Dingsbums. Mit vorne Päckchen, da heißt, ballerst 10 Minuten im Mikro, dann passt das. Das hole ich mir mal ganz gerne, wenn ich weiß, dass ich streamen werde und ein bisschen länger eventuell streame. Da kann man sich sowas schon mal geben. So. Ja.
Cholera. Oh. So, es geht jetzt ganz schön strikt weiter, aber das passt schon. Das passt schon. Herausforderungsgrab. Super. Ist die Frage, möchte ich das? Ja, komm. Natürlich möchten wir das. So, ich kann jetzt links weitergehen. Da geht's von der... 1. Dezember 1603. Wir betraten einen Cenote unweit der Stadt und schlugen in einer kleinen Nische unser Lager auf. Lopez hat sein Essen nicht angerührt und verbringt den Abend damit, wie gebannt in die Flammen zu blicken. Ich habe zweimal versucht, ein Gespräch zu beginnen, stieß jedoch beide Male nur auf Schweigen. Er ist so auf das Artefakt fixiert, dass ich mich, wäre ich ein abergläubischer Mann, fragen würde, ob es womöglich direkt zu ihm spricht. Die Soldaten bleiben ebenfalls unter sich. Sie scheinen sich nach einem Kampf zu sehnen. Einer ihrer Hunde hat mich den ganzen Abend angestarrt, als wäre ich seine nächste Mahlzeit. Okay. Andersrum, okay. Lass mich mal kurz überlegen. Genau, hier geht's weiter. Oder geht's hier weiter? So. Hier runter geht's weiter, glaube ich, mit der Hauptstory. Das bedeutet, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Und dann geht's da raus. Okay. Vorsicht, Lara. Nee, es war schon richtig. Das war nur ein Geräusch. Ja, ich will aber trotzdem zurück, Mädchen! Ach, schon wieder falsch. So, jetzt gehe ich doch. Ich wollte eigentlich das Herausforderungsgrab nehmen. Scheiße. Na gut. Kann man nichts machen. Falsch abgebogen. Ärgerlich. Das ärgert mich jetzt. So, jetzt muss ich aber noch mal kurz in die Küche. Ich habe zwar noch Schokokuchen hier, aber ich brauche was Unsüßes. Jo, gut. Das ist halt so wieder Vor- und Nachteil, beziehungsweise das ist jetzt hier zum Beispiel der Nachteil, den ich mit Shadowplay habe. Bei OBS kann ich locker mal schnell eine Pause machen, die Szene umwechseln und nebenher ein bisschen spachteln. Bei Shadowplay kann ich das halt nicht. Klar. So eine Art Pausescreen oder so, oder auch mal den Endscreen von Senua laufen lassen. Aber das ist leider nicht der Fall. So. Na, heute relativ still. Hat der Blubtschüss sich verabschiedet? Ja, ne? Wer hat sich verabschiedet? Ja, nee, doch nicht. Der Blub hat sich nicht verabschiedet. Blub? Ja, auch ein guter Zuschauer von mir. Ja, passt schon. Ja. Aber ich denke mal um eins, also in weniger als 3 Minuten werde ich dann auch abhauen. Alles klar.
Doch, müde. Ich merke jetzt mal, ja, bei mir tritt jetzt so langsam die Müdigkeit ein, da ich, wie gesagt, morgen ins Training will und nicht dann bis um eins pennen will, weil ich will eigentlich früher ins Training, weil, wie gesagt, morgen ist es Super Bowl. Ich bin ja morgen noch verabredet am morgen Abend. Ja. Ja, dann ist das so, ne? Na, wie lange machst du noch? Ich weiß nicht. Mal gucken, wie lange der Justin Bock hat. Also ich hätte kein Problem, länger zu machen. Vielleicht, also durchmachen tue ich sowieso. Punkt. Echt? Krass. Aber ich durchstream. Ja gut, ich bin ja erst um 17:30 Uhr oder so wach geworden. Also da bringt es halt nichts, wenn ich mich jetzt hinlege. Deswegen durchmache ich Ah, sowieso. Ist halt die klar. Frage, ob ich auch durchstreame. Ich könnte mal wieder ein bisschen Eve Online spielen. Ja. Müsste mich erst registrieren. Eve habe ich schon lange nicht mehr, habe ich noch nie gespielt. Ja, mega. Aber halt recht intensiv, sagen wir es mal so. Deswegen halte ich, versuche ich ja von MMOs so ein bisschen die Finger zu lassen, weil die entweder Ja, sehr, sehr ich. zeitintensiv sind, wenn du was erreichen Ja. willst, und oder ab einem gewissen Punkt Pay to Win sind. Und das gefällt mir halt nicht. Ja, das mit zeitintensiv ist bei Eve Online halt leider extrem. Also, ich habe jetzt noch kein MMO gesehen, was wirklich für Casual Gamer gemacht ist. Ja, gibt's irgendwie auch nicht, ne. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so der Freund von, du kriegst alles innerhalb von ein paar Minuten hinterhergeschmissen. Aber es ist halt wieder, ja, übertrieben. Zeldiris Online in Steam. Das war es aber auch schon. Ich habe es auch mal letztens meine Steam-Freundesliste ein bisschen aussortiert, weil irgendwie habe da so viele Leute in der Steam-Liste, Müsste ich auch mal machen, ja. mit denen ich aber eigentlich fast nichts zu tun habe. Also ein paar sind halt Ja, wegen mit. Minecraft irgendwie da drin gewesen, die meisten halt auch über Florenzia. Und mit denen habe ich auch sonst außer Florenzia nichts zu tun. Und ja, oder zu tun gehabt und sonst keinen Kontakt mehr. Aber das ist eigentlich, war es eigentlich ganz froh. Also als die mich dann aus dem Spiel ausgeschlossen haben und ich mit dem Spiel offiziell nichts mehr zu tun habe, merkst du einfach, wie viel virtuelle Bekanntschaften sich dann im Sande verfahren haben. Ist auf der einen Seite zwar schade, wenn man das so sieht, auf der anderen Seite merkst du, okay, dann waren das halt keine richtigen Bekanntschaften. Wenn du die Bekanntschaft halt nur hast wegen einem Spiel und diese auch nur wegen einem Spiel aufrecht erhältst, dann weißt du, woran du Ja, bist. sehr Quatsch. Hast dein Mikrofon aber sehr empfindlich eingestellt. Ja, ist es auch. Ich kann es aber auch hochstellen, wenn du magst. Aber gut, ich bin Mir jetzt ist eh das gleich weg egal. von dem her. Ich höre nur das Gluckern deiner Wasserpfeife im Hintergrund. Naja, nee, alles gut. Nee, dann verabschiede ich mich auch mal. Wünsch allen Zuschauern, die noch dabei sind, noch einen schönen Abend. Ja, was Ja, das denn heißt. ich danke für die Gastfreundschaft, ist ja auch nicht Immer. selbstverständlich. Oh, ich hab das ganz Und gern. dann Ist wünsche ich dir auch beliebt noch im einen schönen Stream. Abend. Mach nicht zu lang. Ich denke Und mal, wenn der Justin Tschüss sagt, ist der Stream dann auch irgendwann vorbei. dann wünsche ich beiden noch eine gute Zeit und hau da rein. Ich Immer. wünsche euch was. Ciao. Sascha, haust du rein. Ciao, Auf Wieden. ciao.
Ja. Bin auch gleich fertig, Justin. Und von daher. So, bin fertig. So ein Stückchen davon genommen. Und dann die App nochmal aktualisiert und dann geht's weiter. So, weiter geht's. Aber bin natürlich jetzt genau da, wo ich hin will. Eigentlich da, wo ich nicht hin will. Ist egal. Glück gelaufen. Bist du noch bei uns? Oder noch bei mir, Justin? Wir sind jetzt die Einzigen. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss. Dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?